Strabern fährt die Sinn. Dann werden wir hier eine Weile bleiben. Heute werden ist eine stille und eine schweigsame Kundgebung. Wir werden nicht so viele Parolen schreiben. Wir sind hier, um zu erinnern und zu denunzieren die politischen Gefangenen, das momentan gibt in Spanien. Und dann am Ende werden wir noch ein Manifest lesen auf Katalanisch und auf Deutsch. Und dann wird diese Kundgebung beenden. Falls jemand etwas sagen möchte, dann wie immer sehr gerne, der Megafon ist offen für alle, die hier ihre Meinung ausdrücken wollten. Nur wir bitten daran, jetzt ein bisschen kurz und schnell zu machen, nur bitte eine oder zwei Minuten sprechen und nicht länger. Danke. Vertretung eben jetzt bis auf weitere suspendiert ist. Wir haben keine klaren Einweisungen. Ich weiß auch nicht, wie meine persönliche Zukunft aussieht, aber das ist ja nur das Mindeste. Ich finde, an dem Willen, dass die Vertretung geschlossen wird und auch an dem Willen, dass die Blockade geschlossen wird, sieht man ganz klar, dass es nicht gewünscht ist, dass die Katalanen mit einer eigenen Stimme im Ausland sprechen. Und das finde ich sehr besorgniserregend. Wir sehen, dass es überhaupt keine Skrupel gibt, dass gewählte Vertreter der Bevölkerung in Untersuchungshaft gebracht werden. Wir können froh sein, dass unser Ministerpräsident Puigdemont, der legitime Ministerpräsident, im Ausland ist, weil sonst wäre er bestimmt auch in Untersuchungshaft. Es ist ja ganz klar, dass es unbequem ist, wenn man Bürger hat, die eine Meinung haben, denn alle diese Maßnahmen sind klar gerichtet gegen die Bürger, die ja diese Vertreter gewählt haben. Und das ist so besorgniserregend. Es ist nicht wichtig, ob eine Institution geschlossen wird oder geöffnet wird, sondern das Symbol, was diese Institution ist. Die Institution ist die Vertretung der Katalanen und deswegen seid ihr alle in Frage gestellt. Und das finde ich sehr, sehr besorgniserregend und ich finde auch sehr besorgniserregend, dass es aus Europa sehr wenige Stimmen gibt, die das verurteilen. Und ich danke allen solidarischen Bezeugungen, weil wir brauchen das im Moment sehr. Wir müssen durchhalten, es ist wirklich nicht einfach. Visca Catalunya! Ja.